Und wohin gehst du? Ich hab Altpapier wegbringdienst. Florian? Hast du die Spülmaschine ausgeräumt? Hä? Ich hab doch diese Woche gar keinen Putzdienst. Hallo? Wie wär's, wenn du mal an den Plan guckst? Ey, never, ey. Ich hatte doch gerade vor 2 Wochen Putzdienst. Diese Woche ist doch Hauke dran. Florian? Hauke hatte vor 2 Wochen Putzdienst. Du hattest vor 3. D.H. dass du diese Woche Putzdienst hast. Ey, no way. Das kann überhaupt nicht sein. Oh Mann! Du bist ja wirklich super dickköpfig. Die Pläne sind alle hier in diesem Ordner abgeheftet. Sag mal, Florian, hast du ein Wacholderbeerjoghurt in mein Kühlschrankfach gestellt? Ich? Nee, das muss Hauke gewesen sein. Ganz ehrlich, es kann doch wohl nicht so schwer sein, die Sachen ins eigene Fach zu stellen, oder? So, hier habe ich die vorletzte Woche. Da steht es schwarz auf weiß. Jungs, wisst ihr, wie ihr jede Frau rumkriegt? Mit Zimtstern, ich schör, was los, Dings? Ich hab mich letztens mit so einer miesen Amoksau getroffen, ich schör. Ich hab für sie so Zimtsterne gebacken, was los, Dings? Wir treffen uns so, sie sagt so, oh, wie süß, dies, das, ne? Aber mein Telefon vibriert. Hey, Süße, was los? Dings, Süße, ich schör, ich bin voll so schlecht drauf. Ja, ich war gestern so Kiez, ne? Nein, nicht große Freiheit, ich war so Passion, ne? Ja, ich geh zur Toilette, ne? Auf einmal, ich seh so Billy, er macht mit der Klofrau rum. Ja, ich schör, so ein Opfer. Ja, süß, ich schör, Dings, ne? Er soll mich nie wieder nerven, ist so, ich schör. Ja. Dings, Süße, lass mal morgen erste und dritte Stunde schwänzen. Ja, wollen wir? Ja, okay, bis morgen. Ja, was geht, Süße? Ja, bis dann. Ciao, Süße, ciao. Auf jeden Fall, ne? Sie sagt so, oh, wie süß und so. Bam, was los? Sie hat sich gleich verliebt in mich, ich schör. Und dann? Was los, Jungs? Quote, Mote, was los? Kannst du da hinten vielleicht mal ein bisschen leiser sein? Du redest nur Blödsinn. Was willst du denn, Digga? Was? Ich rede nur Blödsinn, Digga. Glaubst du mir nicht, oder was? Digga, ich schwör, probier doch selber aus mit Zimtstern. Opfer, ich schwör. Als ob er bessere Methode hätte, Frauen klar zu machen, ich schwör. Er versucht bestimmt, Frauen mit Anspitzer oder Honigmelone klar zu machen, ich schwör. So ein Knecht, ich schwör. Dings, probier selber aus, ich schwör. Opfer. Falsche Straßenseite? Frau Mademoiselle, mögen Sie Zimtsterne? Dann greif ich dir, du Opfer. Was, ich schwör, wenn ihr nicht dabei sein würdet, ne, bam, ich hätte sie sofort klar gemacht. Ey, was bist du für ein Lauch? Ah, fick der Raum, Mann. Aus der Kutsche, du Schakal!
geht's noch? Sind Sie des Wahnsinns? Entspann dich, Kollege Helm. Komm erst mal runter von deinem Berg des Zorns. Ich hol sofort die Polizei. Was? So ein Mist. Ich hab gar kein Handy dabei. Rufen Sie bitte sofort von Ihrem Handy die Polizei. Ganz ruhig, Datsche. Die Revolution ist vorbei. Ich hab ja schließlich nicht dein Gnu angefahren. War doch nur ein Zweirad. Ganz ehrlich, das ist ja super dreist. Anstatt sich kooperativ zu verhalten, jetzt auch noch große Sprüche klopfen. Würden Sie jetzt bitte endlich die Polizei holen? Runterkommen, Che. So, hier hast du einen 20er, kauf dir eine neue Drehorgel. Das würde Ihnen so passen, ne? Mich mit Geld abfrühstücken und dann ist der Fall erledigt? So läuft das nicht. So lass ich mich nicht abfrühstücken. So, jetzt notiere ich mir erstmal Ihr Nummernschild, bevor Sie noch auf die Idee kommen, Fahrerflucht zu begehen. Was machst du denn hier? Geschäfte, dies, das. Aber was machst du hier, Digga? Ey, Jungs, kann mir einer von euch vielleicht kurz sein Handy leihen? Ich würde euch dafür 50 Cent geben. Digga, ich geb dir gleich Handy, Mandy, lang. Das wäre super nett von dir. So ein Knecht, Alter, ich. Jungs, guckt euch diesen Opfer an, ich. Missgeburt. Sag mal, Ogün, du hast doch Ahnung von Autos. Ich hab Taubensperma am Auspuff. Guck dir das mal kurz an, was man da machen kann. Jungs, kurz. Hallo? Es gibt wirklich überhaupt keinen Grund, hier vom Essentiellen abzulenken, oder? Worum geht's, Digga? Pass auf, der Pimmelbläser lässt sich locker und er darf mit der Nummer auf keinen Fall zu den Bullen, sonst häng ich mit dem Arsch im Kamin drinnen. Wir müssen den Hanswurst nach dem Kofferraum drinnen eintüten. Wenn ich gleich mit den Augen zwinker, dann packen wir den Feudel und schmeißen ihn hin in den Kofferraum drinnen, nach der großen Kiste da, wo Dirk drinnen ist. Ja, Mann, Digga, ich... Das Nummernschild habe ich ja jetzt und da wir hier scheinbar ein erhebliches kommunikatives Problem haben, gehe ich dann mal persönlich zur Polizei. Hm. Jungs, Gangbang, Knick, Knack, hat. Was soll das jetzt hier werden? Jungs, lass mich los! Ja, mein kleiner Lieblingsschal, ne? Ah, aua, mein Handgelenk! Aua, Hilfe! Hilfe! So, Dirk, in einer Woche bist du wieder zu Hause.